damit herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Ja, wir sind immer noch in der boreanischen Tundra, genauer gesagt bei der klagenden Ziggurat, was auch immer das für ein lustiges Wort ist. Und in der letzten Folge haben wir einen alten Bekannten wieder getroffen, den wir schon vor unzähligen Folgen mal getroffen haben. Und zwar den guten Tassarian. Das war der... Ja, und hier sind wieder heute richtig viele Leute abgefuckt. Die Geduldige. So, weißt du was? So, abgefuckt. So, Spieler melden wegen Name. Kommentar. Abgefuckt Blackhand. Ist ja wohl selbsterklärend. Und Spieler melden. Lol. Was ist jetzt los? Ja, nice. Finde ich gut. Dann, kurzer Cut. So, da bin ich wieder. War bestimmt ein GM. Deswegen hat es mich gleich aus dem Spiel geschmissen. Ja, genau. In der letzten Folge, Tassarian haben wir wieder getroffen. Diesen unglaublich attraktiven DK, ne? Haben wir, ich glaube, im... Oh Gott. Wo war das denn? Oh, jetzt muss ich mal kurz nochmal in die Dings gehen. Also... Das war das Kalimdor? Ne, ich glaube, das war wirklich die östlichen Königreiche. Und zwar östliche Pestländer. Nein, dann waren es die westlichen Pestländer. Genau, in Andoral, so hieß die wunderschöne Stadt. Dort haben wir Tassarian das erste Mal kennengelernt. Und Andoral ist schon... das ist schon Ewigkeiten her. Und da habe ich nicht mal das Gebiet richtig aufgedeckt. Kann ja wohl nicht sein, ne? Kann ja wohl nicht sein, dass ich das Gebiet nicht komplett aufgedeckt habe. Das östliche, westliche Pest, die östlichen Westländer, genau, die pestlichen Westländer, genau. Ja, auf jeden Fall ist das schon Ewigkeiten her. Und in der letzten Folge mussten wir ein bisschen die Geisel beschäftigen, damit Tassaria den lieben Lich hier befragen kann. Und das haben wir auch getan. Außerdem haben wir noch den Tuska ein bisschen weitergeholfen. Und jetzt sind wir also wieder hier. Hier sieht es schon wunderbar nach Geisel aus und da wollen wir mal sehen, was wir noch Gutes für den netten Tassarian tun können. Was geht's? Der Lich hat gesprochen, Vorkan. Die Hohepriester von Enkilar hüten das Geheimnis darüber, wie man Naxxana betreten kann. Ist das jetzt Naxxramas oder Naxxana ist wieder was anderes? Schreibt's in die Kommentare. Ich bin ein Lore-Noob, ich weiß sowas nicht. Geht zur Säule des Blutes, Säule der Pein und Säule der Fäulnis und tötet jeden der Priester. Kehrt wieder zurück, sobald ihr die drei Schriftrollen an euch gebracht habt. Ja, wenn's weiter nichts ist, Tassarian, und du hältst ihn hier weiterhin in Schacht. Guter Junge. Also wenn ich nicht wüsste, was das schon, dass der Typ schon richtig viel durchgemacht hat, ne? Vor allem in den westlichen Pestländern, hat er sich doch da mit dem einen... Blutelf-Typen da irgendwie gut gestellt oder irgendwas war doch da. Da hatten wir dann Andoral verloren oder irgendwie so war das doch. Jetzt ist die Frage. Müssen wir da hoch? Ich fliege jetzt einfach mal da hoch, weil ich wissen will, was da oben ist. Skelettmagier. Das ist jetzt aber nicht. Das ist Naxxana. Ach so, das ist Naxxramas. Okay, es ist doch nicht Naxxramas. Okay. Damit hat sich das geklärt. Okay, ich schätze mal, das hier sind die Tempel, wo die Typen drin sind. Würde ich jetzt einfach mal schwer behaupten. Dann gehen wir mal da mal rein. Hohepriester Talit Kass. Ach! Warum hat der Alchemisten drin in der Hand? Ja. Okay. Kruftbestie. Okay. Ich erkenne hier keinen Sinn, aber egal. Diese Priester sind also keine Skelettmagier oder irgendwelche Nekromanten, sondern das sind diese nerubischen Typen hier. Und die haben wir schon in der letzten Folge aus Versehen einen getriggert. Das ist die Frage aller Fragen. Nee, das sieht scheiße aus. Müssen wir irgendwie anders machen.
Er stört meine Meditation. Ich bin's. Ja, wie mache ich... Psst. Mache ich das jetzt am besten? Zack. Werden wir bestimmt noch ein besseres Thumbnail finden. So. Ich bin ja echt am Überlegen, ne? Wobei, ich würde euch gerne immer zu diesen Erweiterungen, ne? Weil Nordend bzw. WOTLK ist ja die erste Erweiterung, wo es eine Klasse gab oder gibt, die ab einem bestimmten Level startet, ne? Also bis jetzt ist es ja WOTLK mit dem Demon Hunter, Demon Hunter sage ich schon, Todesritter, ne? Lol. Und mit Legion war es halt der Demon Hunter. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich nach Nordend einen kleinen Einwurf machen sollte, um euch die Todesritter-Kampagne, beziehungsweise das Startgebiet, weil alles andere ist ja dann gleich, zu zeigen. Weil ich finde das eigentlich auch mit ganz wichtig. Aber ich denke mal, da werde ich ein einzelnes Projekt starten, wo ich dann sowieso die ganzen Startgebiete von allen irgendwie, löse niemand. Alles klar. Euch vorstelle, aber das ist noch in den Kinderschuhen, also vielleicht ist zu diesem Zeitpunkt ja was draußen, aber vielleicht auch nicht, weil so viel WoW will ich ja eigentlich nicht bringen, ne? Aber das wäre auf jeden Fall eine Idee. Die ganzen Stadtgebiete von denen. Sag bitte, ist das ein Ledergürtel? Es ist natürlich kein Ledergürtel. Ach ja, übrigens, hier, ich habe noch ein nettes Spielzeug vorhin gefunden, was ich nach der letzten Aufnahmesession zusammengebastelt habe mit der Ingenieurskunst. Kleine Cephriumladung benutzt, sprengt einfach verschlossene Türen und Truhen auf. Gucken, wie das aussieht. Fertigkeit ist zu niedrig. Wow. Okay, dann funktioniert das anscheinend doch nicht so richtig, wie ich mir das vorgestellt habe. So, Silber, 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 Silber. Okay, ich denke mal, wir müssen jetzt hier weiter runter, oder? Blutkugel, oder muss ich die ganze Blut... Ich glaube, ich muss die ganze Blutkugel umhauen. Würde ich jetzt einfach mal... Also, wenn ich jetzt, ne, meine Gehirnzellen ganz stark konzentriere, würde ich fast behaupten, dass wir die Blutkugeln umhauen müssen. Und dann der Priester erst erscheint. Und ich sehe gerade, da ist wieder kein Gift drauf auf der Waffe. So. Moin! Die letzte? Nee, hier ist noch eine. Hier muss noch eine. Wo kommst du denn her? Ich sag bloß jetzt nicht, dass sie wieder gespawnt ist. Wo kommt denn der Grumm her? Das müssen wir aber schnell beeilen, bevor die Kugeln wieder spawnen. Das dürfte jetzt aber die letzte sein. Okay, ich bin verwirrt. Jetzt ist sie wieder gespawnt. Okay, ich muss sie anscheinend schneller umhauen, die Kugeln. Die sind wieder gespawnt. Bist du denn? Ja, mache ich auch schon die ganze Zeit.
Bin verwirrt. Ich bin verwirrt, liebe Leute. Mehr kann man ja hier nicht machen. Geil, ein Hordler, hallo. Ja. Ach, das ist die Typin, die ich gemeldet habe. Ich bin verwirrt. Kriegt man das gar nicht alleine hin, oder was? Oder ist der Typ oben? Nee, das kann nicht sein. Mann, wieso ist sie jetzt so freundlich? Vorhin noch reported. Aber KP. Aber warum eine Reihenfolge? Das ist doch... Schwachsinnig. Will die dann nicht wirklich den Hurdler da campen oder was? Blutkugel von Enikal. Ach, wartet mal, muss man vielleicht. Ich fange jetzt mal hier hinten an mit der. So. Als ob man jetzt hier eine Reihenfolge braucht. So. Der Typ hat auch damit 100% was zu tun. Komisch. Ich finde auch diese Wandverzierungen hier sehr, sehr schön, ne? Also ist überhaupt nicht verstörend. Aber irgendwie auch lustig. Jetzt hockt die hier. Ja. Säule des Blutes. Muss ich denn hier überhaupt hin? Säule des Blutes. Säule der Fäulnis. Säule der Pein. Es komm. Ja, ja. LOL. Okay. Alles klar. Danke. Ja, reported bist du trotzdem. Ich weiß nicht schon, wie es hier läuft. Bestimmt auch ganz oben, oder? Nee? Hier vielleicht ganz unten? Nee, hier ist auf jeden Fall normal. Ich hätte jetzt auch gleich gegoogelt, aber okay. Gehen wir mal hier rein. Ach ja, Anubarak. Genau. Ja, aber hab ja gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
Sehr schön. Ja, überhaupt keine Zeit verschwendet, aber egal. Wunderbar. So. Es ist doch nicht Anubarak, ne? Das hätten wir jetzt auch geklärt. Aber trotzdem ergibst du ein wunderschönes Thumbnail. Sei doch nicht so schüchtern. Dankeschön. So, dann looten wir noch den Typen und dann schnetzeln wir den Käfer ab. Ah! So. Sehr gut. Ja, mehr gibt's ja hier in dem Gebiet nicht. Ich denke mal, das war's jetzt auch mit Tassarian. Kein einziges Erzvorkommen hier. Das ist schon ein bisschen schade. Was sollen wir machen? Ja, da wären wir ja hier eigentlich auch fast durch, ne? Also was heißt fast durch? Es ist schon noch ein bisschen was zu tun, aber wir sind schon gut dabei, ne? So. Komm auf den Punkt. Ihr lasst euch Zeit, oder wie? Ich weiß nicht, wie lange ich diesen Licht noch gefesselt halten kann. Ausgezeichnete Arbeit, Vokan. Jetzt nur noch eine letzte Information. Im Tod diente ich Arthas. Denn ich hatte keine Wahl. Er hat die Kontrolle über meinen Willen und meinen Körper. Die Mitglieder des Kults der Verdammten dienen Arthas als Lebende aus freien Stücken. Jetzt, da wir wissen, wie wir mit den Machtworten Naxana betreten können, können wir dieser Kultistenseuche ein Ende bereiten. Geht nach Enkilar und sucht unter der schwebenden Zitadelle nach der Teleportationskugel. Arbeitet euch nach oben durch und trefft mich ganz oben. Bewaffnet euch mit all eurem Mut. Es kann sein, dass wir da nicht lebend rauskommen. Ja, wow. Holy shit. Was ist das denn für eine Waffe? Für eine Faustwaffe? Wie geil sieht das denn aus? Klaue der einsamen Seele. Ist auf jeden Fall besser als der Haistecher. Auch wenn wir da Crit verlieren. Aber es ist erstmal egal. Wenigstens kein Tempo verlieren. Das ist sehr schön. Ja, dann... Scheiß auf die Teleportationskugel. Ne? Ich fliege da direkt hoch. Instant fliege ich da hoch. Los geht's. Ja, ich habe übrigens nochmal geguckt. Auf Level 80 wären wir wieder um 5000 oder 4500 Gold ärmer. Dann sind wir wieder fast bei 0. Aber... Das war dann auch das letzte Mal, dass wir überhaupt für Reiten Geld ausgeben. Das finde ich nämlich so sehr schön. So. Ach, hier war schon jemand, alles klar. Moin? Ah, jetzt geht's wieder nach unten. Ach ne, lol. Geh mit deinem scheiß Drachen weg. Oh lol. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. What happened? What happened? Das Arthas. Talbot? Prinz Valanar. Meister, die Infiltration und Kontrolle der Machtstruktur der Allianz durch unsere Kultisten ist in vollem Gange. Die mir verliehene Macht gibt mir großen Einfluss über den menschlichen Verstand. Ich bringe diese Gaben als Beweis meines Fortschritts. Lol.
habt ihr meiner Schwester angetan, schäbiger Elfenabschaum! Welch Überraschung, Tassarian. Ich hatte lange nichts von Mograine oder den anderen Todesrittern gehört. Das heißt also, dass ihr zur Geißel zurückkehren wollt? General Arlos war auch hier. Tassarian, du lebst. Mein Kopf hört nicht auf, sich zu drehen. Junge, was ist los? Zu verbinden. Ich dachte, du wärst tot. Noch kann ich nicht mit dir zurückkehren, Larissa. Ich bin noch nicht ganz fertig mit der Geißel. Verlass mich nicht wieder. Du willst für ein Land kämpfen, das dich gar nicht mehr will. Sie haben dich zum Sterben hergeschickt. Vielleicht hast du recht, Schwester. Meine Pflicht gegenüber meinem Land und König ist erfüllt. Aber da gibt es noch etwas, was ich mir selber schulde. Ich kenne diesen Ausdruck in deinen Augen. Ich werde es dir nicht ausreden können, wenn du noch einmal von mir gehst. Sei unbesorgt, Larissa. Ich komme wieder, sobald ich fertig bin. Nichts auf der Welt kann mich davon abhalten, zu der einzigen Familie, die ich noch habe, zurückzukehren. Ja. Seid ihr fertig? Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Nein, Typ! Du bist die Spawn. Okay. Ja, schön. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass... Ja. Das habe ich echt nicht gedacht. Das ist ja sehr, sehr geil gewesen gerade. Sehr schön. Ich hoffe, sowas, solche kurzen Sequenzen, sie waren ja jetzt keine In-Game-Cinematics oder so, aber so ein interaktives Gespräch mit Arthas ist schon sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ich hoffe, das war nicht das letzte Mal, dass wir das hier hatten. So, zählt ihr nur noch wieder. Ihr habt euch gut geschlagen, Vorkan. Ich hatte gehofft, meine Schwester vor all dem bewahren zu können. Dank euch ist sie am Leben und wohlauf. Meine Pflicht gegenüber meinem König und meiner Armee ist getan. Es ist offensichtlich, dass ich unter meinen Kameraden nicht länger willkommen bin. Ich werde meinen eigenen Weg finden müssen, wo ich niemandes Kriege mehr schlage als meiner eigenen und niemand anderem mehr folge als meinem Herzen. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder, Schurke. Bis dahin, nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Die Klaue der Seele nehmen wir jetzt mal. Wir sind hier fertig. Letzte Reden. Furore der wütenden Drachen. Ist das jetzt... What the fuck? Was ist das denn? Warum habe ich das jetzt freigeschaltet? Was ist das denn für eine geile Waffe? Alles klar. Okay. So. Dann tauschen wir den mal aus. Oh, der sieht ja auch interessant aus. So, wie viel Schaden macht der? 17 bis 29? Sehr schön. Okay, den lassen wir dann doch wieder in der Hand. Ja. Der Ziggurat ist verloren, flieht zum Tempel. Ja, so viel zur Questline von Tassarian. Der ist wirklich ein cooler Typ. Ich hoffe, wir sehen ihn hier noch ein paar Mal wieder in Nordend.
Und wenn nicht in Nordend, dann vielleicht irgendwann mal später. So. Also. Das hätten wir hinter uns. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal noch zu dieser Quest hier und schauen mal, wie weit wir in dieser Folge dort kommen. Denn ich wüsste nicht, dass da noch ein Questlager ist. Ah ja, das kenne ich doch. Aber hier ist es doch... Das ist doch so ein Hordlerlager, ne? Ich glaube, das ist so ein Hordlerlager. Genau, hier mit diesen... mit diesen Geysirfeldern. Die Dampfquellen, genau. Sehr schön. Sehr schön. Wunderbar, liebe Leute. Wunderbar. Ich freue mich. Das hat mir recht gut gefallen, muss ich sagen. Das war mal wieder ein sehr schöner Queststrang. Kobalt, Kobalt, Kobalt. Kobalt, Kobalt, Kobalt. Oh Gott. Ungültiges Ziel. Ah, toll. Sehr schön. Hacken, hacken, hacken. Wunderbar. So. Denn ein bisschen questen würde ich jetzt gerne noch. Vielleicht sogar dieses kleine Questgebiet hier abschließen. Das wäre nämlich perfekt. Dann könnten wir dann zum Bernsteinflötzens aufmachen. Wo wir dann in der nächsten Folge, nächste Woche wieder ein neues Questgebiet beginnen. Hier in der boreanischen Tundra. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ach. Ich erinnere mich. Ach, ich erinnere mich. Ist doch das Zirkel des Szenarios, ist doch hier. Genau. Oder? Weil ich glaube, hier gibt es nämlich ein paar mehr Quests. Aber egal, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Der Dämon hat viele Namen und jeder Name hat zu einer oder anderen Zeit eine besondere Bedeutung gehabt. Während die Einzelheiten eher unwichtig wären, war das Ergebnis immer dasselbe. Der Tod. Doch nun, fast 50 Jahre nachdem alles begann, wird das Detail ausnahmsweise den Teufel einholen und zu seinem Untergang führen. Diesmal haben wir ihn. Es wird kein Entrinning für Nessingwary geben. Ist euer Anliegen gerecht und euer Herz rein? Falls ja, seid ihr hier willkommen bei den Druiden für den ethischen und humanen Umgang mit Tierarten. Das ist ja geil. Die haben Nessingwary dran bekommen. Wie geil ist das denn? Solange ihr nicht den dunklen Pfad der Verdorbenheit einschlagt und den Tieren, die uns erlaubt haben, in ihrer Welt zu koexistieren, Leid zufügt, wird die DEHTA euch als Verbündeten betrachten, die Ohren unserer Feinde. Ob sie Schatzsucher sind oder blutrünstige Jäger der Steppe, jeder, der Nessingwary unterstützt und es wagt, gegen unsere geliebte Tierwelt vorzugehen, soll als Feind der DEHTA betrachtet werden. Solltet ihr diese dreckigen Sympathisanten von Nessingwary umbringen, bringt mir einen Beweis ihres Ablebens und ihr sollt mit einem Segen der Druiden der DHTA belohnt werden. Ach du Heilige. Hilfe für die Hilflosen. Majestätische Tiere findet ihr nicht? Latorius deutet auf die Mammuts der nördlichen Tundra. Mit jedem weiteren Tag schwindet ihre Zahl. Dämonen, die sich selbst als Jäger bezeichnen, erlegen sie des Sports und der Reichtümer wegen. Latorius' Gesicht verzerrt sich zur Wut. Es ist das Winseln, das mich wahnsinnig macht, Wokan. Ihr könnt hören, wie der Wind es durch die Lüfte trägt. Die Mammutkälber, die in den schrecklichen Fallen der Jäger gefangen sind, rufen nach uns. Nehmt den Hammer hier und zertrümmert diese Fallen. Befreit die Kälber. Die Göttin schütze euch. Zaza. Gleich südlich von hier streifen einst Karibus frei und in den Frieden umher. Doch dann kann Nessingwary und alles wird anders. Nun befinden sie sich die Karibus in einem ständigen Zustand der Raserei und Panik. Sie werden von dem im Feld versteckten Jägern und Fallenstellern gejagt. Nessingwarys Henker sind nicht einmal des Todes würdig. Sie müssen dieselben Qualen erleiden, die die Karibus zufügen. Nehmt diesen Haufen Kunstpelze und legt sie auf die Karibu-Fallen, die im Süden aufgestellt sind. Beobachtet, wie die Jäger in ihre eigenen tödlichen Fallen tappen.
Hierophantin Senius. Westlich von uns befindet sich der Kumyuwa-See. So viel wir wissen, ist es das einzige Habitat für Süßwasser-Riesenmuscheln auf der ganzen Welt. Natürlich wird der See heute von den Süßlakaien als Farm zur Riesenperlenzucht genutzt. Sie müssen aufgehalten werden. Jedem, der die Bedrohung einer ganzen Spezies in Kauf nimmt, muss eine Lektion erteilt werden. Geht zum Kumyuwa-See und sucht nach den beuteverrückten Tauchern. Er schlagt so viele von ihnen, bis sich das Wasser rot färbt. Kehrt wieder zu mir zurück, sobald ihr ein Exempel statuiert habt. Tschüss. Killinger, der Höhlenbehüter. Westlich von hier auf dem hohen Klippen über dem Kumyuwa-See streift ein abscheuliches Wesen namens Neda umher. Der selbsternannte Herr der Rhinoceros. Rosse, macht in den Ödlanden Jagd auf Verletzte oder junge Beute. Rhinozerosse, die sich nicht gegen seine feigen Angriffe wehren können, um das Ganze noch schlimmer zu machen. Neda hat selbst ein Rhinozeros großgezogen, das ihm als Reittier und Beschützer dient. Es kommt selten vor, dass DHTA jemals den Tod eines Tieres verlangen würde, doch Nedas verdorbenes Rhinozeros muss aus der Welt geschafft werden. Tötet die beiden und kehrt zu mir zurück. Ich bin heilfroh, dass ich das Kirschner-Dasein aufgegeben habe. Benutzen platziert ein Fellimitat Nähe der Karibu-Falle, außer Reichweite. Mich verarschen oder was? Da stelle ich mich selber rein. Es ist ein Wunder, die Beste hat sich selbst die Haut abgezogen. Ah! Nice. Alter, Nessingwary hat anscheinend hier keinen guten Ruf bei der DEHTA. Das ist ja eine. Und den werden wir auf jeden Fall wiedersehen, den Nessingwary. Aber ich glaube, hier in dem Gebiet wird er sich nicht. Das ist das Letzte, das ich für den Nessingwary Steakmesser Set brauche. Nessingwary Steakmesser Set. Scheiße, Alter. Ich denke aber, die Quests sind genauso. Genauso eklig hier, die wir jetzt noch machen werden. Was müssen wir denn mit denen machen? Müssen wir da irgendwie. Oh, lol. Jackpot! So, was müssen wir denn mit denen machen? Blutverrückte Wilderer. Mama befreit. Achso, ich geh. Oh, lol. Nein, 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 nein. Die drehen mir den Hals um, wenn ich den hier noch. Achso, oh, von Nessingwary's Lakai. Okay. Das ist ja wirklich. Ja. Ne? Sehr interessant. Oh, da ist ein Level 78er Hortler. Der ist genau auf dem gleichen Level wie ich. Hochbergtauchen, aber der fliegt weg. Ja, ich sollte aufhören, die Leute anzugreifen. Denn ich habe meistens immer dann aufs Maul bekommen. Blöde Bestien. Ah! Sehr nice. Aber das wäre alles hier gutes Leder, ne? Ich glaube, da hätten wir auch keinen guten Ruf bei denen. So. Sehr schön, aber die Viecher können sich hier ganz gut selber zur Wehr setzen, habe ich das Gefühl, ne? Komm mal her. Puh. Aber hier an die Questreihe kann ich mich erinnern. Da war ich mit meinem Jäger auch schon. Das war nämlich zu dem Zeitpunkt, kurz bevor mein PC das erste Mal abgekackt ist, eingefroren ist, also beziehungsweise genau, eingefroren ist, wo das dann anfing, wirklich permanent immer einzufrieren. Das ist schon eine ganze Weile her. Das erinnert mich an Zeiten. So etwas ist ein Sport. Hey, wir haben ja für Nessingwary auch schon viel gearbeitet, ne? Schlingdorntal.
der Scherbenwelt. Aber, ja. Ja. Die DEHTA steht halt über allem, ne? DETA. So. Ohr von Nathan Rarys Lakaien. Und warum haben wir da gerade mal 1 erst von 15? Hat nicht jeder von den Ohren? Ihr wollt mich doch wieder verarschen, oder? Irgendwas war mit der Quest, das stimmt. Hier droppt nicht wirklich. Ach, Alter, was ist denn das wieder für eine ewige Quest? Okay, da mache ich erstmal die anderen Quests. Weil da müssen wir sowieso Typen umhauen und. Ah, Ohr von Nesenrary Lakai. Ach, du heilige Kanüle. Ne? Sollen wir erstmal ein paar Taucher umhauen? Ihr habt ja lustige Anzüge an. Huiuiuiui. Komm mal mit, Karnickel. Kommst du mit? Nö, ne? Schade. So, erstmal verbinden. Und dann kann ich schon mal schauen, denn wir haben ja hier ein wunderbares Item, womit ich unter Wasser atmen kann. Dachte ich zumindest. Nein? Doch nicht? Okay. Ich dachte. Die sind hier aber ganz schön aktiv, kann das sein? Also. So aktiv waren die doch in keinem Gebiet. So viele unterschiedliche Jäger, die hier unterwegs sind. Als ob der, ja, natürlich bekomme ich 2 Ohren von dem und von manchen bekomme ich nicht ein einziges Ohr. Ja, so muss ich Luft holen hier, das geht ja so gar nicht. So. Und währenddessen öffne ich mal die Kiste. Funktioniert denn das überhaupt parallel? Finden wir es heraus? Nein, es funktioniert natürlich nicht parallel. Egal. Silber. So. Dann tauchen wir mal wieder ab. Zwar tue ich da aber. Warum explodierst du nicht? Das sollte explodieren, wenn irgendjemand in der Nähe ist. Irgendwie nicht so schlau. Jetzt habe ich eins umsonst verhauen. Geil, noch ein Ohr. Eins und Taucher noch umhauen. Oh
Und wenn wir Nesimary treffen, der wird dann bestimmt erzählen, ja, diese Verrückten von DEHTA in der boreanischen Tundra, sind mir ganz schön auf den Sack gegangen. Irgendwie so ähnlich, könnte ich wetten, ey. Beute verrückter Jäger. Ja, wir müssen einfach jetzt mal nochmal jeden mitnehmen. Ich frage mich, was mir Nesimary für euer Fell geben wird. Oha. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Ich glaube, es hakt wohl, Freundchen. Alter. Mann, ey. Jetzt sieht keiner das Fell über die Ohren. Was ist das denn? Harold Fährten? Verrückter Jäger? Harold Fährten. Der hat bestimmt was Gutes bei sich, oder? Nur den gleichen Crap-Kram. Wie eh und je. Ja, nice. Schatzkiste aus Ahornholz. Juwelierskunst von Nordend. Egal, kann ich verkaufen, glaube ich, das Rezept. Benutzt, lehrt euch das Schleifen eines Monarchen. Trollmagierin, willst du mich verarschen, Mädel? Hast mich gerade auch angegriffen. Monarchen-Opal des Champions. Ist nicht gebunden, ne? Das werde ich schön verkaufen können. Okay. So. Nether, ja, den Nether muss ich noch töten. Der ist doch dort oben. Hui. Okay. Erstmal was essen. Sehr schön, dann hätten wir den. Jetzt nur noch die Mammutkälber befreien und diese Ohren. Warte mal, hier flog doch gerade. Hier fliegt doch irgendwo ein Ali. Ein Hordler. Wer bist... Ach nö, alles klar. Sind die Drachen hier. Suristas. Suristas vom Bernsteinflötz. Jetzt habe ich mich schon gespoilert. Ab zu den Kälbern. Oh nein. Ach so, ich dachte jetzt wieder die Schurken. Halt, Kobalt. Wo ist es denn? Kein Sichtkontakt. Ach, da. Okay, müssen wir doch hier runter. Ui. Ja, das wird uns dann wahrscheinlich hoffentlich in der nächsten Folge erwarten. Ernsthaft. Ist mir egal, ich nehme euch auseinander. Los geht's. Sicherheitshalber baue ich mal hier meinen Hasen hin, ne?
Was man nicht alles für Erz riskiert, ne? Okay. Oh, hier gibt's noch eine Quest. Geil, ein Stein, der hat eine Quest. Oh Gott, hier ist ein Questlager. Ein ganzes Questlager, liebe Leute. Sollten wir uns merken. Ich hoffe, den zeigt's mir dann das nächste Mal an. Ach da. Du seist befreit. Oh, wie niedlich. Bitteschön. Dir helfe ich doch gern. So. Komm mal mit. Wo ist Gefahr? Wie viel müssen wir befreien? 8. Okay, da ist noch eins. Warum habe ich einen Hammer hinten drauf? Ach, wegen dem Item oder was? Achso, alles klar. Oh, bitteschön. Gefangenes Mammutkalb lässt ein lautstarkes Zeichen der Zustimmung hören. Geil. Hallo, euer Retter in der Not ist da. Oh. Ach, die scheiß Ohren muss ich ja auch noch. Oh, von Isabel. Oh, okay. Ja, wir haben hier noch einiges zu tun, ne? Ich glaube, ich gehe dann zu den Tauchern, um die Ohren zu farmen. Denn dort habe ich irgendwie das Gefühl, dass dort am meisten von denen unterwegs sind. Ja, du kommst gleich, aber der Mammutbulle da ist mir ein bisschen gefährlich, ne? Bitteschön. Ich heb ab. So. Hier ist auch noch jemand. Zack. Und da vorne der letzte. Sehr schön. Und Kutschikutschiku. Schwing den Hammer! So. Bitteschön. Tschüss. So, dann werden wir mal noch ein paar Ohren sammeln, was? Das ging jetzt irgendwie schneller als erwartet. Komm, Hasi, 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 Hasi. Verdammte Axt, ich habe gehofft, dass er das letzte Ohr bei sich hat. Okay, dann muss es halt so gehen. So. Wieder kein Ohr dabei. Das ist wieder das letzte Ohr. Komm her. Das ist nicht dein Ernst. Alter, die wollen mich doch verarschen.
Na endlich. Sehr schön. Puh, die Luft wurde mir auch langsam knapp. So, dann haben wir das noch Gott sei Dank geschafft. Ich hoffe, dass die jetzt keine weiteren Quests mehr für mich haben. Glaube ich aber nicht, wobei ich mir da nicht so ganz sicher bin. Auf jeden Fall werden wir die so oder so jetzt hier abgeben. So, fangen wir mal bei dem guten alten Killing an. Zumindest werden die Rhinozerosse jetzt wieder in Frieden leben können. Ich danke euch, Wokan. Und wir bekommen Leder-Dinger, wo wir... Crit verlieren. Aber da wir viel Vielseitigkeit bekommen, müssen wir gleich nochmal schauen. So. Zaza, zaza, zaza. Ihr führt der Erdenmutter Arbeit aus. Wokan, doch genießt euren Sieg nicht allzu lange. Wir haben das Versteck des Anführers der Fallensteller entdeckt. Das klingt doch schon so, als ob du... Das Versteck. Das klingt ja so, als wenn wir Hamid Nazareth persönlich besuchen. So, Hieroxenius. Na dann lasst uns mal sehen, wie stark ihre Nerven werden, wenn sie erst sehen, was aus ihren Kameraden geworden ist. Quest beenden. Und die hat auch eine neue Quest. Yay. Hallo. Und Erzdruide Latorius, die Ohren unserer Feinde. Ohren erfüllen den Zweck doch sehr wohl. Das wäre die richtige Quest für den guten Denkser gewesen. Aber sind leider keine Nachtelfenohren, ne? Oder Blutelfenohren. Elfenohren? Egal. Elfen sind Elfen. So. Die werde ich mir um den Hals hängen. Lasst sie unsere Botschaft hören. Lasst uns diese Ohren die Überbringer unserer Wahrheit sein. Und wir bekommen einen Buff. Erhöht 30 Minuten lang den Rüstungswert des Ziels um 10, Attribute von 10 und alle Widerstandsarten um 10. Dieser Stärkungszauber wirkt nur in der boreanischen Tundra. Erhöht 30 Minuten lang. Ist das jetzt ein Buff? Ach, die spitzen Ohren muss ich abgeben und da kriege ich alles klar. Expedition des Sanarius. Also doch! Von Expedition des Sanarius. Okay. Hilfe für die Hilflosen. Erzdruide Latorius wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. Sie hatten niemals eine Chance. Verwaist und alleine, wie sie nun sind, werden sie sicherlich sterben. Quest beenden. Ja. Wollen euch die Sterne leiten. Die haben hier wirklich einen Scheiterhaufen für Nessingrary? Soll das Nessingrary sein? Ich schätze schon, dass das Nessingrary sein soll. Das ist voll lustig. Das sieht den hier übelst so. Ja. Dass er nicht so gut zu sprechen ist hier bei den Typen. So. Also, erstmal mache ich nochmal die Kiste auf. Dann öffne ich die Kiste. Da ist natürlich wieder nur Crap drin. So, hier. Vielseitigkeit. Brauchen wir unbedingt, weil erhöht verursachten Schaden und Heilung um, ja, verringert erlittenen Schaden und erhöht Schaden. Das ist schon mal nicht so schlecht. Wenn wir die Hose jetzt anziehen, verlieren wir Crit, was nicht so schlimm ist, weil wir müssen sowieso weniger Crit haben als Tempo. Und zwei prismatische Sockel, die wir sowieso nicht benutzt haben. Ich lege die jetzt einfach mal an. So, jetzt haben wir schon 2% Vielseitigkeit. Yay! So. Dann werde ich erstmal alles reparieren, was wir haben. Und den ganzen Kladderadatsch, den wir in dieser Folge gesammelt haben, verkaufen. So, das brauche ich auch nicht. Romana-Trank brauche ich sowieso nicht, ne? Und dann... den Dolch und die Hosen verkaufen. Okay. Gut, liebe Leute. Ich würde sagen, ich mache mich jetzt auf den Weg nach Dalaran. Werde dort das Zeug verkaufen, was jetzt noch in meinem Briefkasten rumschlummert. Und diese beiden Gegenstände werde ich auch mal ins AH setzen. Und ja, dann hoffe ich mal, dass ich in der nächsten Folge schon den Erlös habe, weil ich nehme jetzt wieder erst übermorgen wieder auf. Und ich hoffe, dass ich da bis dahin das Zeug verkauft bekomme. Gut, ja, ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge hier wieder. Und da bin ich gespannt, ob wir Nazareth finden werden oder ob er einen von seinen Kommandanten hier irgendwie als Anführer hingestellt hat. Weil ich glaube nicht, dass wir jetzt in der nächsten Folge Nazareth killen werden. Da wird sich bestimmt wieder eine sehr lustige Story ergeben. Ja, liebe Leute, das war's für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.